Hier sogar mit einem kleinen Garten, das finde ich ganz genial. Das finde ich echt schön. Warte mal, was haben wir hier unten noch für so einen Keller oder so, ne? Ne, haben wir hier auch so einen Geheimgang? Ich weiß das gar nicht. Ob es hier so eine Geheimtür gibt. Mal sieht aber nicht so aus. Hier oben drauf könnte man sich übrigens auch noch so eine Art Zimmer machen. Das wird ganz gut funktionieren. Dann kann man hier noch so Bodenplatten drauflegen und hier dann mit so einer kleinen, ja, weiß ich nicht, Treppe oder so müsste man sich dann machen. Noch zusätzlich, dass man da dann hinkommt. Also wäre eine Möglichkeit, dann würde man noch einen Raum mehr kriegen. Ja. Ja. So, ich frage mich jetzt natürlich, da vorne müssten es auch noch Wohnungen geben, wie die sind. Ach, hier gibt es auch noch eine. Was ist das für eine? Ah, hat auch 50.000. Das sind hier. Ah, okay. Mal umsehen. Vier Zimmer. Wie viel hatte die andere jetzt? Eins, zwei, drei. Drei, ne? Vier? Drei. Mal gucken. Ja. Ich weiß gar nicht, warum das momentan. Also mittlerweile dauert das echt lange mit den Servern. Aha. Hier geht es nach oben. Okay, auch sehr schön. Ah, hier geht es auch nach draußen. Okay. Und hier hat man einen Hirnraum. Und hier einen Raum. Also hier hat man einen Raum, ne? Und dann, oder hat man hier noch irgendwie was? So eine Art Geheimraum. Gefällt mir jetzt nicht so, da gefiel mir die andere besser. Mal gucken, ob die alle gleich sind. Nehmen wir hier mal die mittlere und sehen uns mal da drin um. Ist auch eine Vier-Zimmer-Wohnung. Sieht gleich aus, ne? Oder? Täusche ich mich? Nee, ne? Gucken, ob hier irgendwie so halbdurchlässige Wände sind. Sieht doch gleich aus. Nee. In Südfreihafen, meine ich, gibt es auch noch welche. Die können wir uns mal angucken. Vielleicht sind die ganz schön. Fällt mir gerade mal so ein. Oder ist mir gerade auch schon eingefallen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon erwähnt habe. Ach, hier waren wir vorhin gewesen, ne? Könnten wir die nehmen? Ach, mittlere Maustaste funktioniert immer noch nicht. Hihihi. Was? Nein, ich habe nicht letztes Mal gesagt, dass die nächste Mal funktioniert. Wie kommt denn da drauf? Da würde ich ja dran denken mal. Nee, nee. Tja, hab wirklich momentan gerade nicht so den Plan, welches Haus wir nehmen, weil 50.000 ist echt ein bisschen viel. Ich meine, wir können uns das Haus ja später immer noch holen. Was haben wir hier? Warte mal, erstmal gucken. Das sind auch 50.000. 50.000er. Vierundzwanzigtausend. Mal reingucken. Wie viel hat das? Ist auch eine Vier-Zimmer-Wohnung, ne? Also mehr werden die sehr wahrscheinlich nicht haben, die in dem Preisstil.
Und die ist eigentlich wie die andere nur andersrum gebaut, ne? Mir gefällt's trotzdem eigentlich besser, wenn hier die Treppe ist. Aber dann kann man doch eigentlich auch die andere nehmen für weniger Geld, oder? Also wo man keinen Status bezahlen muss. Denke ich mir jetzt mal so. Weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders. Die hat nur 9000. Mal umsehen. Ist aber eine Vierzimmerwohnung. Und es regnet gerade. Wenn ihr es hört. Ach, die ist jetzt wieder andersrum. Ja, aber wo ist es der Unterschied zwischen den... Vielleicht wegen den Tresorplätzen habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also die werden alle wohl so den Stil haben. Ich guck mal hier. Okay, drei Gold. Auch drei Gold. Na, wir sehen uns mal hier um. Was hat das? Ist auch eine Vierzimmer. Version 1. Okay, hier kommt man rein und dann muss man links lang gehen, ne? Okay, das ist hier unten so. Hier gibt es hier eine kleine Treppe nach da und da. Ich würde schon fast sagen, die nehmen wir, weil hier nämlich in dem Teilbereich ja, dass unsere erste Gildenhalle stand. Deshalb würde ich mal sagen, dass wir die hier auch nehmen und die ist ja sehr preisgünstig. Also vom Geld her kriegen wir es auf jeden Fall hin, die kaufen wir. So. So, nee, Haus betreten. Mal gucken. Okay, so, was... Oh, kenne ich noch gar nicht. Ach doch, klar, aber nicht, auch noch nicht auf der Karte gesehen. Ja. Ich glaube, so weit werden wir nicht ganz kommen. Ach, da haben wir das noch mit dieser einen komischen Karte offen. Was ich ja nicht rei. So, was haben wir hier? So ein Ding. Also, ich würde ganz gerne. Jetzt mal gucken. Hier eine Küche einrichten. Hier ein Wohnzimmer. Oder? Und hier oben drauf machen wir das Schlafzimmer. Und da draußen haben wir dann noch einen schönen Garten. Ja, ich finde das gut. Okay, Wohnzimmer. Das heißt, ich würde, glaube ich, mal... So, dann ist da die Tür. Oder so, dann hat man die Tür im Nacken. Ich glaube, ich würde hier in dieser Ecke dann einen Kamin hinbauen. Und dann können wir wahrscheinlich mal, würde ich sagen, die hier so als Kaminbegrenzung oder so noch irgendwie benutzen. Ich habe da noch jetzt nicht so ganz den Durchblick, wie ich das machen will. Aber das werden wir dann ja sehen. Jetzt haben wir hier eine Lampe. Was haben wir da? Oh, die ist ja ganz nett. Die können wir dann mal direkt dahin hängen. So. Weil eben durch haben wir schon, okay. Ah, dann haben wir hier die Teppiche. Die könnten wir diese komischen Wandteppiche hier mal hinhängen. So, vielleicht, wenn man reinkommt. Oh, die ist ein bisschen. Wenn man Shift gedrückt hält, kann man die übrigens auch kleiner machen. Irgendwie. Oder muss man die an der Decke hängen? Ach, die muss man an der Decke hängen, ne? Oh, so.
Ja, dann kommt jetzt hier an jeden so ein Ding, so ein Dings dran. Was haben wir hier? An jeden so ein Dings dran. Okay, die drehen wir natürlich hier so rum und die werden wir von der Größe her mal anpassen. Das ist so ungefähr die Größe. Darüber hier rüberlaufen. Die könnte man noch ein bisschen drehen, ne? Sind in den Raum reindrehen, so. Halt, da, da. So. Was haben wir noch da? Dann haben wir, nee, das ist auch nichts. Das ist auch nichts, okay. Das Ding hier, ah, da haben wir noch so ein Teil. Ich wusste es doch, ich wusste es doch. Dann können wir das nämlich... Oder wir machen da so einen Laufstall draus, oder ich weiß es noch nicht. Was haben wir hier? So ein Elchschädel. Ist nicht ein Elchschädel. Oh Gott, ist der groß. Den könnten wir jetzt erstmal hier mit zulegen. Halt. So. Eine Schatzkiste. Könnten wir vielleicht da so als Accessoire oder irgendwie so eine Schüssel ist das, oder? Ach nee, das ist das Teil. Könnte man mal vielleicht hier so erstmal. Ja, wir können auch alles umändern. Aber ich muss die Sachen erstmal loswerden und ich hatte mir auch ja eigentlich mal so vorgenommen, dass man so ein kleines bisschen ein Haus einrichtet, wenn wir da schon den IQ 2 haben. So, du kannst da dich mal bequem machen. Was haben wir hier? Das ist so ein Ding. Das ist auch so ein... Ah, okay. Stell ich mal hier hin. Erstmal, kann man da was machen? Nein. Okay, was haben wir hier? Nee. Ist das auch was zum Hinstellen? Ach, können wir in der Gildenhalle platziert werden und in der Gildenhalle haben wir das Ding schon. Okay. Am Bücherregal haben wir noch, ne? Hä? Ach, das ist ein Hängendes. Okay, das können wir natürlich auch hier rüberstellen. Hier könnte man auch so eine zwei dicken Dings rausmachen. Ich häng's, glaube ich, erstmal hier auf. Keine Ahnung, wie man da oben dran kommen soll, aber wird man schon merken. Und hier vielleicht, hier oder an dieser Wand und an dieser Wand Bücher? Oder wollen wir hier eine kleine Küchecke, so eine Küche reinmachen und dann da hinten Wohnzimmer und hier dann so eine Bibliothek. Würde ja auch funktionieren, ne? Oh, was mir gerade mal einfällt, wir müssen uns noch um etwas kümmern. Hm? Oh, man kann die Boden ändern. Den Boden ändern. Okay, komm, verlassen wir jetzt mal erstmal wieder das Haus. Wir haben ja eh nichts weiter im Inventar. Und, ja, gehen wir dann direkt zu den Kühlungsebenen oder machen wir vorher noch was anderes? Ich glaube, wir machen vorher noch mal kurz was anderes, bevor wir da richtig anfangen. Und der Rückweg zu der Glocke ist ja auch nicht ganz so weit. Wir müssen dann einmal kurz in die Schreckenstiefe. Und da müssen wir jetzt einen langen, weiten Weg machen. Haben wir uns schon mal mit Gottheiten beschäftigt? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann sein...
Wenn nicht, müssen wir es jetzt mal machen, denn das sind zusätzliche Punkte, die man an Schaden und so weiter kriegt. Und wenn man ja Opfergaben seinen entsprechenden Gott dann gibt, dann kann man auch zusätzliche Fähigkeiten kriegen, die halt dann nur temporär sind, aber trotzdem. So, ich glaube, das war jetzt hier unten lang. Ja, Gorowin, also hier, Schreckenstiefe ist auch ein Startpunkt, wo man anfangen kann. Böse Seite natürlich, sonst könnten wir jetzt hier nicht so einfach durchlaufen.